L3T ist wahrscheinlich durch das, was mich viele von Ihnen kennen und ist vielleicht auch der wichtigste Zugang oder der einfachste Zugang, warum wir uns das auch systematisch seitdem also mit Open Education Resources beschäftigen. Und das ist wieder eine Arbeit dazu, wo wir versucht haben, etwas zu systematisieren und ich erstelle jetzt also einfach diese Ergebnisse mal da. Warum widme ich mich dem Thema Open Education Resources eigentlich so stark? Ich stelle immer wieder sehr gern drei Fragen vorweg, die den einen oder anderen oder auch die meisten treffen. Die erste Frage ist eben die Situation. Sie sind Studierender, lädt das ein Skript von der Lernplattform runter und was sehr logisch und einfach klingt, er schickt es natürlich seinem Kollegen weiter, der dieselbe Lehrveranstaltung besucht. Ja, das ist die erste Situation, die sich einmal zu merken. Die zweite Situation ist, ein Studierender erstellt Lernunterlagen, indem er sie einfach aus mehreren verschiedenen Dokumenten zusammenstellt. Das ist sehr oft, vor allem auf technischen Universitäten, wir reden dann von Formelsammlungen oder ähnliches. Er stellt es digital und natürlich sagt jetzt ein Kollege zu ihm, kann ich die auch bitte haben zur Lernvorbereitung. Ja, das ist also auch etwas, was bei uns durchaus gang und gäbe ist. Und aus der Situation des Lernenden heraus, er empfiehlt ein Buch, das gibt es bereits als PDF, holt sich das von der Bibliothek runter und stellt es auf die Lernplattform und bietet es damit also quasi seinen Studierenden an. Und die Frage ist, ist das erlaubt? Ja, das ist die Frage, die dahinter steht und die Antwort ist klar, sondern nein. Also das sind das alltägliche Situationen, wie wir sie eigentlich an Universitäten haben und das war vielleicht auch der Beginn, warum ich mich oder wir uns eigentlich sehr verstärkt mit Open Educational Resources dann beschäftigt haben. Das Problem, also vielleicht auch sehr mitteleuropäisches Problem ist, da bei uns also das Urheberrechtsgesetz also wesentlich strenger ist als wie in manchen anderen Staaten. Vergleich, also wenn Sie dann über das Meer drüber fahren, also dort ist das Urheberrechtsgesetz etwas anderes. Aber bei uns zumindest ist es relativ streng und es zeigt halt, dass also auch augenscheinlich freie Materialien eben nicht zum Zwecke des Unterrichts eingesetzt werden können. Ja, wir haben im Frühjahr auch diese Diskussion gehabt mit ACTA. Das ist, kommt alles aus dem gleichen Problemkreis heraus und ist also wie gesagt viel weitreichender natürlich. Ja, also da gibt es also noch ganz andere Bestrebungen und so weiter, sodass also der User immer mehr zum Geld gebeten wird. Ja, die Frage ist, was sind also Open Education Resources? Da kann man also die fallen eigentlich in den Begriff des Open Culture hinein. Bekannt und darum also auch in Rot sind also vor allem diese zwei Begriffe, das ist also Open Access und Open Source, aus dem ist das entstanden, ich glaube das ist ein Begriff und dazu gehört also eben auch Open Educational Resources, im Endeffekt mit Open Data und Open Science, E-Government und sonstiges, was heute auch noch diskutiert wird. Ja, die Definition UNESCO 2002, die wollen natürlich eine Ressource schaffen, zu sagen, also wir wollen eigentlich die Menschheit mit Wissen oder mit Bildung versorgen, mit Informationen. Jeder soll Zugang zu diesen Informationen haben. Deren Gedanken kommt natürlich primär mal noch aus Staaten, wo der Zugang noch viel schwerer ist. Aber wie gesagt, das ist auch bei uns eigentlich ein Problem, das wir vielleicht gar nicht in erster Linie so gesehen haben. Ja, da gibt es dann die Definition, die man so liest dann, also Open Education Resources sind also Materialien für Lehrende und Lernende, welche kostenlos einmal grundsätzlich im Web zugänglich sind. Und das ist natürlich ganz wichtig, über die entsprechende Lizenzierung verfügen. Das heißt also, dass sie dann auch dementsprechend verwendet werden dürfen und darüber hinaus zugänglich freigegeben werden können. Sie sehen also, im Wesentlichen steht das Ganze für frei zugänglich, es ist wiederverwertbar und im ganz strengen Falle, das also sehr selten auftritt, verwenden Sie auch für die Erstellung eines sogenannten Open Standard. Das heißt, würden Sie für die Erstellung eines Materials Word verwenden, dann ist es eigentlich schon per Definition keine Open Education Resource mehr, wenn man es ganz streng fasst. Und da oben sieht man dann auch also das Creative Commons Lizenzmodell, das also das dementsprechend erlauben würde, jetzt auch die Weiterverwendung und die Lizenzierung. Ja, dann stellt sich die Frage, wer macht sowas? Es gibt natürlich verschiedene Beweggründe. Hier habe ich also vielleicht Beispiele der heutigen Gesellschaft angeführt. Das ist das MIT mit 9,3 Millionen Dollar Geldern. Haben die also herausgestampft, also viele, viele Bildungsinhalte, also bewusst auch produziert, um also die Welt quasi mit Inhalten zu versorgen. Dann morgen auch Granny Connoll sehen, die also auch dahinter steht, hinter dem Learning Space. Also die Open University UK hat 2 oder 3 Jahre später nachgezogen. Dies ist natürlich sehr effizient und wichtig, dass solche Materialien bestehen. Das ist ja auch eine Fernuniversität, also die leben auch noch von diesen Dingen. Und das erste ist natürlich die Khan Akademie, die also durch die Presse wandert, wo also im Prinzip eine Privatperson, sage ich einmal, jetzt mit Geldern von Google und Microsoft also Videos produziert.
ersten Sinne, mein bekanntestes Projekt zur OER ist also L3T, also dieses Lehrbuch, das es als Open Access zur Verfügung steht und das alle Kapitel frei zugänglich hat und dass also diverse eingesetzt werden können. Und dass das Ganze bringt, ist auch interessant. Also wir haben mit heutigem Datum weit über 155.000 Downloads nach etwa 1,5 Jahren. Also da sieht man auch die Reichweite, die solche Ressourcen, und die ist immerhin nur deutschsprachig, durchaus haben. Also das kann man nicht sagen, also das nicht verwendet oder sonstiges. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll eine Universität da investieren in OER? Was bringt uns eine OER-Strategie? Oder sind da Lehre? Da gibt es also doch einiges an Punkten. Sie haben viel größeres Themenspektrum eigentlich. Sie können vielleicht Materialien flexibler verwenden, weil Sie halt verschiedenste und mehrere Materialien haben. Zeitersparnis durch die Wiederverwendung ist ein oftmaliges Argument. Also ich brauche nicht alles neu erfinden, sondern nehme vielleicht Dokumente, die bereits bestehen. Steigerung der Werte von Bildungsinhalten in Form einer Qualitätssicherung, weil es also immer mehr Personen verwenden und das also auch dementsprechend weiter bearbeiten. Und es unterstützt eben diese kollaborativen Lernformen. Das ist, wenn wir wieder an den Formelzettel denken, dass also irgendwas gemixt wird, also auch der Lernende zieht daraus Vorteile und eben auch eine benutzerzentrierte Vorgehensweise. Ja, meine selbst, mit dem ich also immer wieder herumziehe und sage, warum OER, also ich sage, was hat das für Potenziale für die Gesellschaft, dann sind das meine Schlagworte, sind, also ich will den Zugang zur Bildung vereinfachen, grundsätzlich einmal, das ist also der öffentliche Bildungsauftrag, das trifft uns also genauso an österreichischen oder deutschsprachigen Universitäten. Es ist sehr wichtig für lebenslanges Lernen, also auch Studierende, die Abgänger sind, die also immer wieder auf diese Materialien zurückgreifen können. Die Kostenersparnis, die sich langfristig einstellen würde. Und im Wesentlichen erwarte ich auch eine Qualitätsverbesserung von Materialien, wenn also viel mehr als Open Content zur Verfügung steht. Und im Sinne, nachdem Österreich vor allem eine Wissensgesellschaft ist und wir unser Geld und unser kein Öl haben oder sonstiges, wäre es also auch wichtig, also im Sinne dessen, das zu steigern. So, und jetzt war quasi die Einführung im Schnelldurchlauf. Was haben wir jetzt gemacht? Wir wollten uns einmal anschauen, also die Bestrebungen sind nicht neu, also wie gesagt 2002 erstmalig definiert, daraufhin gibt es verschiedenste Projekte, Initiativen, Webportale, Webseiten, wie auch immer, die also jetzt suggerieren oder sagen, wir sind eigentlich OER-Angebot für unsere Lehrenden. Also Lehrende verstehe ich jetzt nicht Hochschullehrende, sondern wir haben uns konzentriert auf Lehrer in der Schule, weil also dort das Angebot noch wesentlich größer ist, also auch schon heute. Einfach in der Natur der Sache haben wir uns mal primär mit österreichischen Lehrenden unterhalten, die uns aber auch durchaus auf deutschsprachige Seiten verwiesen haben. Also das heißt, das Angebot der Portale, die wir dann untersucht haben, sind also nicht nur in Österreich, sondern sind eigentlich Deutschland, also deutschland. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einen Workshop begonnen mit 40 Lehrkräften voriges Jahr in Tirol. Wir haben in diesem Workshop haben wir 1,5 Stunden gearbeitet und haben versucht herauszubekommen, welche Angebote nutzen diese Lehrenden bereits. Ja, das sind also, waren alles sehr stark medienaffin, haben auch gesagt, sie setzen das ein und so weiter und so fort. Und wir haben mit ihnen gesammelt und dann bewertet und geschaut, welche URLs finden wir, welche Portale verwenden die und auf welche OER-Angebote greifen diese zurück. Haben wir natürlich eigene Recherche im Web gemacht, das ist klar, aber im Wesentlichen haben wir 83 OER-Angebote im deutschsprachigen Raum identifizieren können. Von diesen 83 Angeboten haben wir beinahe 40 wieder ausgeschieden, aus dem einfachen Grund, das waren primär Linksammlungen, das heißt also diese anderen 40 Seiten haben wieder nur auf andere Seiten verwiesen und haben selbst keine Inhalte gehabt. Das heißt also 46 sind dann letztendlich in eine detaillierte Analyse gekommen. Wir haben im Wesentlichen die Kriterien dann definiert, in Rücksprache mit OER-Experten, die uns gesagt haben, was ist ein Kriterium für dich, also wenn du das eine OER-Plattform ansiehst, haben das in Kategorien dann geteilt. Sie sehen also Schlagworte schon, auf die komme ich dann noch, Recht, Technik, Inhalt und so weiter, haben das gewichtet und haben dann versucht, also daraus eine Beurteilung abzuleiten, also um quasi qualitativ beurteilen zu können, wie das Angebot sich also so darstellt. So, das sind die 39 Kriterien, wie gesagt, also die sind dann sehr detailliert, man sieht es nachher ein bisschen in der Auswertung, sind also in Absprache mit OER-Experten einmal durchexerziert worden und dann haben wir 6 Kategorien gemacht. Die erste Kategorie ist Recht. Recht natürlich versteht sich jetzt, verwendet das Ganze ein Lizenzmodell, darf ich es im Unterricht verwenden, darf ich es ausdrucken, vervielfältigen, kopieren, also ganz einfache Fragestellungen, dürfen Sie diese Materialien, die dort angeboten sind, wirklich im Unterricht einsetzen, dürfen Sie es wieder hochladen, verändern und so weiter.
Dann haben wir uns Technik angeschaut, wobei also Technik primär nicht jetzt ist, was dahinter steht. Das haben wir versucht herauszufinden, aber es geht nicht so einfach. Im Wesentlichen haben wir geschaut, gibt es Suchmöglichkeiten dort, gibt es die Möglichkeiten der Verschlagwortung, kann man Metadaten definieren und so weiter. Also ist da irgendetwas vorgesehen, um es auch technisch vielleicht besser durchsuchbar zu machen, austauschbar zu machen und so weiter. Dann haben wir uns natürlich den Inhalten gewidmet. Was wird angeboten? Welche Inhalte? Ist es vielleicht nur auf ein Fach konzentriert oder ist eine große Palette angeboten? Gibt es Lernobjekte? Gibt es nur Bilder? Gibt es nur Videos? Oder gibt es einen Mix davon und so weiter? Dann haben wir uns mit Studenten und Lehrern zusammengesetzt, also insgesamt 12 Testpersonen, die alle Plattformen, also jeder Lehrende hat 12 Plattformen gemacht, auf Benutzerfreundlichkeit und Usability getestet haben. Wir haben eine konkrete Fragestellung bekommen, suchen Sie auf dieser Plattform das und das und bin nachher befragt worden, also wie Sie sich befunden haben, haben Sie das übersichtlich gefunden haben und so weiter. Dann natürlich auch, was wichtig ist, ist Nachhaltigkeit. Kann man sagen, das Projekt ist nachhaltig abgesichert oder stirbt das morgen, weil es von einer Privatperson getragen wird? Oder ist ja der Trägergesellschaft ein großes U-Projekt dahinter, ist davon auszugehen, dass es in den nächsten 10 Jahren auch noch gibt, dieses Angebot. Und zu guter Letzt natürlich auch noch Beitragende. Und darunter verstehen wir, es gibt also Plattformen, die geschlossen sind, wo also eine Institution Inhalte anbietet, aber keine externen zulässt. Das heißt, kann ich als normaler Lehrender dorthin was aufladen, wenn ich auch etwas habe, kann ich mich beteiligen, wie schaut dieser Prozess aus. So, jetzt also zu der Auswertung und zu den Ergebnissen, die also durchaus spannend sind. Wie gesagt, ganz im Detail kann ich es natürlich aufgrund der Zeit nicht machen. Das Positivste vorweg ist, also was das Teil Recht betrifft, die Nutzung der Materialien für den Einsatz im Unterricht ist erlaubt, ist immerhin von gut 60% angegeben, die sich selbst als OER-Angebot also eben darstellen. Sie sehen also bei über 15% ist keine Angabe. Das war durchaus auch schwierig. Also wir haben versucht, dort, wo auf der Webseite nichts zu finden war, die Leute anzufragen, den Kontakt zu nutzen. Und Sie können sich vorstellen, wie Rückmeldungen da gekommen sind. In der Regel keine. Also ich glaube, wir haben 2 E-Mails jemals zurückbekommen. Das ist auch für so einen Indiz, lebt das Ganze, kriegt man dann einen Support und so weiter. Weil ich muss es ja aus Blickwinkel der Lehrenden sehen, wenn er sich unsicher ist, fragt er an, kriegt er Antwort und so weiter. Also gibt es also auch zu diesen Portalen irgendwelche Rückmeldungen. So, was natürlich auch spannend ist, ist, wenn man dann geht und sagt, wird ein Lizenzmodell verwendet, da kriegen wir schon Bauchweh, da sind wir also unter 20% verwenden. Also die anderen haben meistens irgendein selbst gestricktes Urheberrechtsdefinitionstext gehabt, wo man nicht weiß, woher der kommt und der ist wahrscheinlich juristisch nicht abgesichert. Auch spannend ist, und auf das komme ich auch noch einmal zurück, das Ausdrucken, Kopieren und Vervielfältigen dieser Materialien ist ausdrücklich nur bei ungefähr 30% erlaubt. Das heißt, bei über 70%, also der Portale, können Sie zwar vielleicht die Bilder am Beamer projizieren, aber Sie können es nicht ausdrücken, vervielfältigen oder kopieren, was natürlich im Sinne einer Lehre ziemliche Katastrophe ist. Ne? Also das heißt, Sie können es nicht austeilen. Ja, Wiederveröffentlichung, Sie sehen, also dümpelt auch herum und die kommerzielle Nutzung ist quasi ausgeschlossen. Und das zum ersten Hinblick sagt man, klar, eh klar. Im zweiten Hinschauen trifft es vor allem die Erwachsenenbildung, wo die Studierenden Geld für ihre Ausbildung zahlen. Und sobald dies der Fall ist, spricht der Jurist von einer kommerziellen Nutzung und dann haben sie Probleme mit den OER-Materialien, die das nicht ausdrücklich erlauben. Das heißt also auch dann können sie das vielleicht gar nicht mehr verwenden. Ja, also das Thema Recht. Zu den technischen Kriterien, also die haben durchaus interessant ausgeschaut, also sehr viele haben Suchfunktionen. Das mit den Metadaten, wie Sie sehen, also das ist also sehr kryptisch, also das verwenden gerade über 20%, das sind dann meistens sogenannte Portalsysteme, die das automatisch implementiert haben. Sie sehen auch CMS, also irgendwelche Content-Management-Systeme werden also nur wenig eingesetzt, das heißt, die meisten Plattformen sind oft selbst gestrickt, also das sind HTML-Seiten, wo sich also jemand hingesetzt hat und das einfach nachgebaut hat. Die Benutzerzahlen sind ganz gut, also das ist natürlich schwierig, also hier sehen wir, hier haben wir wenig herausgefunden, weil wie gesagt die Antworten sehr schlecht waren und wahrscheinlich auch die anderen noch ein bisschen übertreiben. Was interessant ist und ein Indiz ist, also für die Größe der Plattform ist natürlich auch, also wie viele Inhalte haben sie, da sieht man doch, dass also fast 30% über 5000 Inhalte in Form von Files und sonstiges haben, was also ein Indiz ist, dass das doch groß ist. Ja, zu den inhaltlichen Kriterien, hier ist natürlich sehr wichtig, wird es regelmäßig
erneuert, haben wir doch bei 50%, also da gibt es eine gewisse Bewegung, das ist also kein statischer Inhalt. Sie sind auch zumeist inhaltlich gegliedert, sie sind ein sehr hohes Themenspektrum eigentlich, also es ist sehr selten, dass man eine Plattform hat, die wirklich nur ein Fachgebiet anbietet. Wo es ein bisschen weniger wird, sind bei gesamten Unterrichtseinheiten, also dass Sie sagen, okay, ich kann das nehmen und da kriege ich eine ganze Unterrichtseinheit, und Lernobjekte sind also quasi bei mehr oder weniger allen vorhanden. Zur Nachhaltigkeit, das war durchaus auch sehr erfreulich. Die meisten sind durch eine Trägergesellschaft irgendwie finanziell abgesichert, wobei in Österreich Trägergesellschaft heißt Bundesministerium, meistens für Unterricht. Sehr wenige über Vereine und dann der Rest halt ist mehr oder weniger Privatpersonen. Das ist natürlich immer dort also relativ schwierig. Die Frage ist kaum zu beantworten gewesen, ob wir einen langfristigen Projektbestand haben, ob man das ja sieht, dass also der Lehrende, der heute dort investiert, also auch morgen weiß, dass diese Plattform noch betrieben wird. Die Frage war unglaublich schwer zu beantworten. Man hat natürlich geschaut, wie viel Traffic ist und wann ist es gestartet worden und so weiter. Benutzerfreundlichkeit ist durchaus zufriedenstellend. Die meisten sagen doch, bei 60%, die Unterlagen sind relativ einfach zu finden. Materialien für Schülerinnen werden gefunden. Sie haben auch zusätzliche und sie ist auch übersichtlich gestaltet. Also das ist doch eher so, dass man sich auf diesen Plattformen grundsätzlich zurechtfindet. Ja, und zu den Beitragenden sieht man auch, also bei ungefähr 30% kann jeder mitmachen. Bei über fast 50% kann nicht jeder mitmachen, also da gibt es eine Form von einer Qualitätskontrolle. Es können externe Materialien eingebunden werden, auch bei 50%, wobei aber das meistens Form von Weblinks sind, also man nicht das Material also direkt hochspielt und nur wenige wirklich sagen, okay, ich mache Materialien von meiner eigenen Institution. So, und jetzt haben wir also, wie gesagt, diese 46 Seiten durchgesehen, also das war die Aufgabe. Dann haben wir 39 Kriterien, wir haben daraus dann Punkte versucht zu generieren, haben 28 Kriterien belassen, weil sie aus Nutzersicht relevant sind. Zum Beispiel ist aus Nutzersicht vielleicht nicht so relevant, dass Metadaten unterstützt werden, das ist jetzt technisch relevant, aber nicht für den Lehrer. Und haben versucht, daraus das Angebot jetzt gegenüberzustellen und zu schauen, also eine gewisse Wertigkeit zu schaffen. Und vorweg haben wir ein K.O.-Kriterium definiert, und das K.O.-Kriterium heißt natürlich Recht. Also wir können von OER-Plattformen nur dann reden, wenn zumindest das wirklich OER ist. Das heißt, also dieses Kriterium war ein K.O.-Kriterium und Plattformen, die also diesen Punkt nicht erfüllt haben, werden wieder ausgeschieden. Was bleibt dann über bei K.O.-Kriterium Recht? Also das sind keine 46 mehr, sondern das sind 12. Also von diesen 46 haben 12 das Thema Recht also geschafft, und zwar haben wir dann unterteilt noch in schwache OER-Angebote, das heißt, die Nutzung der Materialien für den Einsatz im Unterricht ist explizit erlaubt. Das Ausdrucken ist erlaubt, im Wesentlichen Vervielfältigen und Kopieren. Und es gibt einen ausdrücklichen Hinweis auf das Urheberrecht, sodass Sie ohne Probleme als Lehrende hergehen können und das auch nutzen. Und Sie brauchen sich nicht registrieren auf dieser Plattform. Das war für uns schwaches OER. Es haben 9 dieser 83 Angebote erfüllt und 3 bezeichnen wir heute als Vorzeige-OER-Angebote. Die erlauben auch die Modifikation. Das heißt, dort kann ich was runterladen, wirklich verändern und wieder hochspielen. Ja? Das heißt also, und auch nur diese 3 haben ein ordentliches Lizenzmodell dahinter gehabt. Von diesen 83 anfangs, von 46 und so weiter runter, bleiben also 3 über, die wirklich als wirklich schönes OER da bestehen bleiben. Ja, das heißt, jetzt haben wir diese Kriterien gehabt. Wir haben hoffentlich, ja. diese Kriterien gehabt und versuchen haben wir das gewichtet und haben gesagt, es geht natürlich unterschiedlich in die Gewichtung ein, weil in Lehrenden ist nur wichtig, dass Recht funktioniert, aber das ist nicht so wichtig, dass der Inhalt toll ist. Das heißt, wir haben eine Verteilung gemacht mit 20% haben wir auf Recht gelegt, 10% ist in unsere Beurteilung die Technik eingegangen, 40% ist der Inhalt gewesen, die Benutzerfreundlichkeit haben wir mit 15% reingenommen, sehr wenig die Nachhaltigkeit, die waren nur 5% da drinnen, weil sie eben nicht so wichtig ist, sondern Hauptsache das gibt es ja, und dann soll noch Adam Riese noch 10% hier überbleiben. Und jetzt mit diesen Punkten zusammen mit dieser Gewichtung ergibt diese Tabelle, und das bleibt also über davon. Ja, also der dewikibooks.org ist mit 85 Punkten quasi aus diesen 83 Angeboten als OER-Angebot übergeblieben. Und so listet sich das dann auch unter. Wie gesagt, die Detailanalyse kann man sich dann bei mir gern holen. Das ist jedenfalls das Ergebnis gewesen, also dieser Untersuchung.
Ja, also zusammengefasst habe ich, dabei wurde also festgestellt, dass nur 12 der 46 analysierten Angebote tatsächlich offene Ressourcen sind und damit eine rechtlich eindeutig geregelte Nutzung erlauben. Um das im Hinterkopf zu halten, für mich, was die Zukunft von OER betrifft, wir arbeiten sehr stark mit den Verlagen, also wir brauchen einen Schritt bei den Lizenzen, bei den lizenzrechtlichen Bedingungen. Dann sage ich auch immer wieder zu der öffentliche Bildungsauftrag, muss also viel verstärkt in den Vordergrund kommen, Bildung erreichbar zu machen, und ich brauche einen politischen und gesellschaftlichen Wandel, dass auch das Ganze akzeptiert wird, was mich also im Prinzip treiben. Und diese Punkte habe ich, warum ich auch so stark dahinter bin. Wir reden ja immer von Individualisierung der Lernunterlagen und so weiter, für nutzerzentrierte Lernunterlagen. Und da habe ich jetzt diesen Film mitgebracht, in meiner bescheidenen Zeit. Die Idee der nutzerzentrierten Lernunterlage setzt natürlich voraus, dass ich das grundsätzlich rechtlich darf. Ne? So, was habe ich jetzt noch? Auch, dass die Experten dem Ganzen einen großen, wichtigen Schwerpunkt setzen, ist durch das, wir haben also eine Veranstaltung gehabt, Netzwerk, und dort haben wir Experten befragt, wie sie OER sehen, und sie sehen also, die erwarten also im nächsten halben Jahr, dass es Fakultäten gibt, die also ausschließlich dann auf OER-Materialien setzen. Ja, und das ist immer so mein Leitsatz, weil ich ja intern auch sehr stark kämpfen muss mit dem Thema Open Content. Dann sage ich immer, die Studenten kommen also nicht zu uns, weil sie das beste Skriptum erst dann bekommen, sondern weil sie von vornherein wissen, welche gute Ausbildung sie also bei uns erwartet. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, sorry fürs Überziehen wahrscheinlich. Und Hinweis ist, die ganze Untersuchung gibt es auch als Buch, entweder bei Book on Demand bestellbar oder unter dieser Webadresse gratis zum Download, ist auch OER. Danke sehr.